Ja, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker 2, gemeinsam wieder mit Lea. Hallo. Heute folgt Stunde 3 des Cheaten für Anfängersunterricht. Beim letzten Mal hast du schon 2 Lektionen erlernt. So viel Glück musst du aber auch mal haben, dass ich das euch direkt zeigen kann. Mann, dieses Punkt-Mies ist keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich finde das schön. Swinging Claws in the Sky. Oh nein. Ich würde mir jetzt blaue Plattformen wünschen, aber das wird's wahrscheinlich nicht. Oh nö, es sind Haken in der Luft, wirklich. Ach so. Willst du oder ich? Du kannst ruhig mal vorgehen. Das ist schwer. Du kannst auf die Powerblöcke drauf landen. Du musst einfach nur den Sprung schaffen. Ja. Okay, hat sich erledigt. Ich hasse diesen Kerl. Jetzt schon. Warum? Was? Oh nee, als ob. Jetzt haben, wir haben es kaputt gemacht. Nee, das. Hä, warum? Da kommt. Seit wann ist das so? Ja, seit jetzt. Oder warte mal, kann man es schon auch schaffen? Okay, es wird so auch gehen. Nee, oben ist. Ich hab. Ach so, das war geplant. Ich dachte gerade, er wird mich. Was hast du hier für ein Problem? Ich komm nicht daran. Y gedrückt halten zum Sprinten. Ah. Ah. Ja. Ich will einmal sagen. Der Sprung ist nicht sein Ernst. Der Sprung ist nicht sein fucking Ernst. Ich warte mal auf dich hier. Ich glaube, den P-Switch-Sprung hast du bei der letzten Folge schon gesehen. Ja. Der will mich hier verarschen, glaube ich. Warte, bleib hier auf der Seite stehen, okay? Also vor den Blöcken, weil sonst da kommst du nicht mehr her. Ja, ich hab's geschafft! Alter, bin ich doch ein YOLO-King. Ja, ich glaube, du kannst trotzdem durch die Haken durchspringen. Geht schon. Du konntest. Ja, gut. Ja, habe ich was gesagt in die Richtung? Ich glaube nicht. Ach, egal. Ach, jetzt geht's wieder so los. Genau, jetzt ist wieder geswitcht. Es ist unten wieder frei. Du musst also jede Sache zweimal mal... Hast du das gerade gesehen? Ja, ich lerne also... Oh. Runterfallen sollst du nicht lernen bei mir. Ich bin einfach runtergelaufen. Was war denn das denn für ein Scheiß? Ja, okay, das ist mega easy. Spring durch gleich direkt. Durch die Haken. Ja. Kein Kommentar. Hab ich geschafft. Was ist das denn schon wieder? Warte mal, Anlauf. Ach, Hakensprünge da nach oben. Und da ist der Checkpoint, gut. Aber das kriegst du auf alle Fälle hin. Richtig, und jetzt wieder hoch. Genau. Und jetzt hier durch. Ja, voll gut bin ich. Voll. Und das ist nicht gut. Was? Nee, Sprintpassage. Oh. Okay, gut. Zum Glück ist dann ein Checkpoint. Aber das kam jetzt gerade unerwartet. Ja, ich war auch sehr verwirrt. Hätte er wenigstens ankündigen können. Gut, oh nee, Mann, jetzt habe ich dir den Kerl geklatscht. Obwohl, das ist sogar gut. Vielleicht. Hast du es geschafft? Nee, habe ich nicht. Hm. Jetzt bin ich drüber gesprungen, wirklich? Ich als ob ich da drüber springen kann. bei dem Haken ist da so ein Bowser-Typ drin. Ah, der ist jetzt weg, okay. Nee, der ist tot. Ja, aber... Der muss doch wieder respawnen. Der Katz jetzt, ich bring das nicht wieder respawn. Das bringt jetzt nicht. Nee! We need it! Okay, we need it not. Alter, 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 Alter! Ich hab's geschafft irgendwie. Ich bin einfach nur geradeaus gelaufen. Die ganze Zeit. Und hier ist das Ziel. Komm her. Ja, komm, ja, warte. Ja, ich konnte bei dir gerade nicht spawnen. Ja, hier ist das Ziel. Mhm. Spawn mal ganz kurz. Spawn doch. Ah, hier. Hallo. Gut, jetzt spring rauf. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ach so, oh Gott, das ist die Version, wo ich nicht mehr bewegen kann. Das stimmt, ja. Okay, mein Fehler. Egal. Wir haben es geschafft auf alle Fälle. Das war jetzt ein Skill-Moment für mich. Also, das, ja. Mit Kino hätte das nicht geklappt, möchte ich an der Stelle erwähnen. Weil Kino hat mich nur behindert. Ja, genau. Ich bin viel besser als ja, Kino ist ein gieriger Schlingel. Tut mir leid. Der ist ein sehr gieriger Schlingel.
Das hat er schon ein paar Mal bewiesen. So, schauen wir mal, was jetzt wieder kommt. Und das ist ein... Achso, ja, jetzt sind hier mal die zwei, die es nicht schaffen werden. Einer von denen, zwar du. Achtung! Der ist deutsch. Ja, der ist deutsch! Max. Oh my goodness! He ja, is German. Das gut werden. Deutsche Qualität und so. Das ist nicht gut, was ich hier sehe. Sammle 100 Münzen, okay, das können wir noch schaffen. Was stand da? Sammle alle 100 Münzen oder nur 100 Münzen? Ja, das kann gut werden. Das kann gut werden. Das ist ein Scheißtrick schlechthin. Er fängt an zu verarschen. Ja, einfach durchlaufen geht schon. Okay, immer genau aufpassen, was er will. Ja, super. Okay, da kann ich eh wieder zurück. Wie will... Heck, nee, komm. Wie soll das denn... Komm mal kurz runter. Ja, warte, ich sammle hier kurz die Münzen ein. Ja, ich glaube, das schafft man ohne Teamjump nicht. Okay, wahrscheinlich schon, aber ich will gerade nicht. Ah, ich komme hier nicht mehr runter. Ja, dann warte, ich bring mich kurz um. Mhm. Das ist... Ach so, okay, Mann, ey, ja gut, versteckter Block. Jetzt check ich auch, warum das da war. Gut, dann laufe ich hier mal weiter. Hier ist das Ziel, da unten ist eine Türe. Ah, okay. Hier war auch wieder ein versteckter Block. Nein, 10er Münzen, 10er Move. Heißt das übrigens bei uns. Lektion Nummer 3. Geil! Dieser Sohnemann! Deutsch bist du. Das sehe ich auf alle Fälle. Ach so, So kommt. Da oben ist ein Ding. Ach, okay, hier muss es so vorgehen. Walljump. Ich gehe mal links kurz, da ist auch wieder eine Tür. 70 haben wir mittlerweile. Mhm. Voll gut. Ah, da oben ist der 30. Da ist oben ist eine 30er Münze, das ist die letzte. Darfst du dreimal raten, wer bei der 30er gestorben ist? mein Lehrmeister. Der nicht Kino heißt, leider. Ich verstehe schon, wie er es will. Mäuseli. Ach so, du musst warten. Ja, das sag doch gleich. Geh ins Ziel, komm. Ach, hallo. Da unten geht's zum Ziel. Oh. Komm, lauf mit mir. Wo bist du? Du bist nicht tot. Ich hab keine Ahnung. Okay, dann egal. Ja, da bist du ja, da musst du hin. Komm, komm, du schaffst es. Ja, du hast es geschafft. Ja. Da unten wäre der Abgrund gewesen. Warum hat er nicht so einen Block freigelassen? Weißt du, so richtig abfuckmäßig, ich will mich da unten hinstellen und im Endeffekt falle ich in den Abgrund. Das ist ja so lustig gewesen. Das ist mir schon mal im Kino passiert irgendwo. Könnte ich mich gut erinnern, dass mir das schon irgendwann mal passiert ist. Ja, ich weiß schon, da wollte ich cool sein bei Kino in so einem Eislevel und wollte ihm das wegnehmen und dann bin ich drüber gesprungen und wegen dem Eis konnte ich nicht mehr rechtzeitig zurück. Karma. Das ist sogar in eines seiner Best-Offs drin. Na gut. Gut, gut, gut. Bill P. Dot One. Why auch immer. Komm aus Kanada. Das macht es natürlich aus. Hä, was? Warum bist du nicht reingegangen, Junge? Oh, oh, oh. Oh. Willst du mich vorwarnen? Oh. Oh, oh, oh. Was oh, machen wir? Oh. Ja, keine Ahnung. Hier ist irgendwas. Was war denn das Trampolin? Ich glaube, musst du einfach. Achso, du musst überleben, bevor dich der zerquetscht. Jetzt rein in die Tür, du musst einfach nur drüber springen. Ja, klar, klar, du Bastard. Nee, nee. Komm her, schnell. Jetzt. Er dreht gerade voll am Rad. Er dreht gerade voll am Rad. Nein! Du hast überlebt. Ich bin stolz auf dich. Spring doch! Okay, zum Glück können wir uns die Türen ersparen, aber trotzdem, jetzt muss ich den ganzen Scheiß wieder von vorn machen. Warum? Hä? Wie lange willst du da... Da ist der Schlüssel. Der Schlüssel. Ja, ich muss aber noch irgendwie überleben versuchen. Wo ist der Schlüssel, wenn man ihn braucht? Hier ist er, hier sind wir gleich weg. Und jetzt darauf. Jetzt musst du dich auf den zweiten stellen, hier. Damit...
Ich sollte mir nicht im Weg stehen, genau, damit. Nee, der erste ist. Hoppala. Ich muss da jetzt nochmal runter. Ja. Was muss ich drücken? Pfeil das nach oben. Ah. Oder? Ja, oder die. Das war die falsche! Ja, okay. Genau. Jetzt. Oh. Ah, das ist Ziel, okay, nice. Okay, dann kann ich doch keine Tür mehr, egal. Ich gehe einfach mal durch die falsche Tür. Upsi. Ja, ist aber auch cool. Ja, voll. Nö, ich habe keinen Bock, ich gehe wieder zurück. Tschüss, Markus. Ciao, ja, ich weiß. Das ist mein Schlüssel. Das ist dein Schlüssel, genau. Na gut, ein Level geht noch. Jetzt kommt bestimmt dieses Level da, wo wir wahrscheinlich, keine Ahnung, 20 Minuten wieder brauchen. Weil es entweder so lang ist oder abfuckt. Level Quest, wieder ein Deutscher. Was haben wir denn heute mit den Deutschen, bitte? Ja, ist gut so. Okay, das sieht mal vernünftig aus, nach einem klassischen Level, endlich mal. Ja, das ist hundertprozentig klassisch. Oh. Okay, aber 5 rote Münzen. Ich hoffe nicht, dass wir die brauchen. Doch, brauchen wir, glaube ich. Da kommst du nicht durch ohne Bombe. Da oben habe ich einen Steinblock gesehen und... Pff, an derselben Bombe vor allem. Wir beide. Ja, das ist, weil du ja mein Sensei bist. Warte mal. Da oben war doch auch wieder irgendwas. Ach so, okay. Komm mal kurz. Ich habe gerade kein... Warte mal. Genau. Ich habe gerade keinen Bock. Okay, der hat sich gekillt. Ich weiß nicht, ob das nötig war, aber egal. Wir haben ihn gekillt. Das ich darf es dreimal raten, welcher Sensei gerade wieder runtergefallen ist. Ja, deswegen bin ich so kacke. Amen. Ach, aber das okay. Das hat ja nicht funktioniert. Naja, aber unten hat sich der Weg gelegt. Ach so, da ist die Tür, die was wahrscheinlich raufgegangen wäre. Oh Mann. Ja, da ist noch eine Röhre. Ach so, okay, die roten Münzen brauchen wir auf alle Fälle. Das geht sogar in dem System, weil. Hätte ich damit nicht eigentlich rechnen können? Ja, ach so, ich bin Mario, stimmt ja. Sah schön aus. Ja, für dich. Ich bin ja Mario, stimmt ja. Da kannst du einfach, ja, ich helfe dir jetzt mal kurz. Geh ich da rein? Ich glaube, das ist der Ding, was du brauchst, damit du zum Steinblock raufkommst. Der, den wir vorher zu zweit gemacht haben. Hier einfach Spinjump hoch und dann hammert's. Und hier jetzt, ja, sowas nicht gemeint, aber egal. Oh, hab's. So, und hier ist jetzt ein P-Switch. Oh, weißt du, wo die... Gehst du noch mal kurz zurück am Anfang? Du weißt schon, oben bei den Bomben, dort, wo der lange Ding ist. Ja, warte, ich bring mich um. Ja, das habe ich gerade gesehen. Das sah gerade richtig lustig aus. Weil dort oben, nicht, dass das so eine Speed-Passage ist. Ich glaube, das ist eine Speed-Passage zum Hochlaufen. Okay, Moment. Ich drück schon mal, du hast genug Zeit, auf geht's. Ja, es ist eine Pizza. Es ist eine Speed-Passage. Da durchlaufen, damit der runterfällt. Hallo, ich will da rein. Du musst noch... Ja, wollte ich gerade sagen. Ah! Rote Kugel, Willis. Ach. Oh. Das ist ein Betrügerspiel, das gerade... Warte mal. Wow, das war knapp. Ja, okay. Nein! Alter! Wo kam der denn jetzt her? Wo kam der denn jetzt her? Danke für die Hilfe. Und dieses Bastard! Dieses Bastard! Ich hasse den Kerl, der was da hochspringt. Spring hoch, komm. Genau, und jetzt gedrückt halten beim Springen, dann springst du höher. Ah. Und einfach dort hoch, ohne dass du bitte an dem Kackding da... Ich hab die 50er Münze. Die ist mir scheißegal. Ich
habe einen Powerblock ausgelöst. Mhm, unschwer zu erkennen, aber ach so, damit wir... Ich weiß schon, damit wir den Kerl hier klatschen können, ohne dass... Wie lange braucht ihr bitte zum Runterkommen wieder? Dafür. Das ist... Warte, der Schlüssel war umsonst? Du kannst durchkommen, hier ist nur Action und hier ist das Ziel. Cool. Ja, so semi zumindest. Ich weiß nicht, die Level waren heute komisch. Ja, das stimmt. An dieser Stelle, danke fürs Zusehen. Wir haben neue Lektionen für HorrorKit gelernt. Für MCT-Talk, für Elkatsu, wie auch immer. Für Miau. Für die Ziege, die Miau macht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.